Ja, herzlich willkommen bei Mega Caravan, bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe noch ein Video reingemacht. Das haben wir nur vor unserem Camper-Event gemacht. Drum bitte nicht wundern. Das ist schon davor gedreht worden, aber ich bin durchs Camper-Treffen leider jetzt erst dazugekommen, das fertig zu schneiden und schnell ins Netz zu stellen. Das wird, ja, ich glaube, jetzt dann gleich online gehen. Und heute ist Montag, nach dem Camper-Treffen. Und ja, ich muss euch sagen, es war wieder ein Traum. Also alle, die dabei waren von euch, ihr wisst, wie es war. Ganz, ganz lieben Dank auch an euch alle, dass ihr überhaupt so zahlreich erschienen seid. Wir haben ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, aber im Großen und Ganzen war es echt wieder eine tolle Session und ein mega tolles Treffen. In 14 Tagen treffen wir uns schon auf dem Lausitzring. Da bin ich natürlich auch wieder dabei mit dem Camper Tobi, mit dem Markus Fan for Van, mit dem Sascha, wir sind Camper. Und auch da freue ich mich schon wieder wahnsinnig drauf. Also das wird bestimmt wieder richtig, richtig tolles Wochenende. Und da bin ich schon richtig gespannt. Und ich glaube, es sind noch Plätze frei. Also wenn ihr da noch wollt, meldet euch an beim Tobi auf der Seite, Camper Tobi, auf der Homepage gehen. Und da kommt es dann direkt zum Anmeldeformular. Ja, was soll ich sagen? Ich bin echt nur hin und weg. Ich bin kaputt, ich bin müde. Aber so herzlich toll, schön müde, weil es einfach nur schön war. Und es war sehr herzzerreißend mit ganz, ganz vielen tollen Momenten. Also echt mega. Es war unheimlich viel Spaß und es waren, ich kann es glaube ich gar nicht zählen. Ich glaube, aktuell hat man Fahrzeuge, die wir notiert haben, 90 Autos, die da waren. Also echt verrückt. Beim Frank D. Seht ihr auf seinem Kanal schon den ersten Bilder-Slash. Auch ich werde da noch was vorbereiten und noch ein kleines Video drüber machen. Bloß da brauche ich noch ein paar Tage Zeit, weil heute ist Montag, schon wieder voller Betrieb gewesen. Hinten steht schon wieder ein Auto in der Werkstatt. Ich habe gestern Sonntagnachmittag nur bis spätabends die ganze Werkstatt wieder eingeräumt, hergerichtet, weil heute haben wir schon wieder 3 Kunden da gehabt, um da erste Hilfe zu leisten. Und unter anderem, das, was ihr jetzt gleich seht, muss ich euch ein bisschen sensibilisieren. Ich blende euch hier oben jedenfalls mal ein Bild ein von der Installation. Vom Grundsatz her optisch, gut, das ist immer Geschmackssache, da will ich mich gar nicht drüber äußern. Aber was halt echt bei der Installation schlimm war, ist, der Kunde kam, hat um Hilfe geschrien, weil irgendwie hat das alles nicht richtig funktioniert. Wir haben uns das dann angeschaut. Ja, es konnte auch nicht wirklich richtig funktionieren, weil da ein paar Fehler drin waren. Also Fehler in Hinsicht von Kabelquerschnitten zu klein. Und das Schlimmste waren die Verteiler, finde ich. Also die sind auch brodelheiß geworden. Wir haben mal einen Heißluftföhn hingehängt mit 2000 Watt, obwohl es ein 3000er Wechselrichter ist. Das Ding hat einmal ganz schnell 70 Grad erreicht, weil diese Verteiler aus dem, hier seht ihr es, hier oben, weil die halt aus dem HiFi-Bereich kommen und die sind für diese Dauerlast definitiv nicht ausgelegt. Also das geht einfach nicht. Das sind günstige Verteiler, kann man machen, aber bitte nicht für 3000 Watt Wechselrichter, weil da ziehen wir mal aus den Batterien, da waren 3 Batterien angeschlossen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir 3000 Watt voll aufdrehen, ich meine, der Wechselrichter vom WCS, der kann auch mal kurzzeitig 3,5 kW, da ziehen wir schon richtig Saft aus den Dingern und da wird das Ding sowas von bodelheiß, also ich will nicht sagen, schon fast gefährlich. Und das ist nicht fachgerecht montiert, das muss man einfach so sagen. Das Video entsteht deswegen nicht, weil
wie viele immer manchmal mir unterstellen, ich will da irgendwas lästern. Nein, will ich gar nicht, sondern ich möchte einfach nur sensibilisieren, weil ihr geht ja in die Werkstatt, ihr schaut euch das an, ihr nehmt ja eure Arbeit ab, wo ihr da bekommt. Und da einfach mal einen Blick drauf werfen, was ihr denn da eigentlich bekommt. Und wenn man so einen Verteiler sieht, der eigentlich bekannt ist aus Hi-Fi, Car-Hi-Fi und sonstigen Themen, das ist natürlich kein Verteiler, den man dann entsprechend in wechselrichtete Themen einsetzt. Und Kabelquerschnitte ist für euch natürlich sicherlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber lasst euch doch dann zumindest schriftlich bestätigen, was für Kabel denn da verbaut sind. Weil beim 3000er Wechselrichter, also wir fahren da mit einem mindestens 95 Quadrat. Und da ist immer scheißegal, wie lang das Kabel sei. Ist klar, sagt man, jetzt kann man das ja runterrechnen, wenn das Kabel bloß 50 cm ist. Ja, kann man natürlich alles tun, aber man muss ja auch immer dafür sorgen oder sagen, dass gewisse Anlaufströme da sind. Und bei 3000 Watt, das sage ich immer wieder, der auch mal Spitzenleistung 3,5 kW geht, ich baue da Nadelöhre. Umso schmäler ich das Kabel auslege. Und wenn mir der Hersteller in der Anleitung eine ganz klare Vorgabe gibt, ja, dann habe ich mich daran zu halten. Das ist einfach so, weil auch ein Hersteller macht sich Gedanken, warum das denn so sein soll. Und der hat seine Gründe. Und so sollte dann eigentlich auch, wenn da drin steht 95 Quadrat, ein 95 Quadrat verwendet werden und kein 50 Quadrat. Noch dazu bei Plus und Minus dann zwei unterschiedliche, also auf Masse war 50 und auf dem Pluspol waren 70 Quadrat. Beides fahrlässig. Auf dem Pluspol war dann ein 95er Pressschuh auf dem 70 Quadrat Kabel und auf der anderen Seite war ein 50er Pressschuh auf dem 70er Kabelquerschnitt. Also alles überhaupt nicht passend, sondern das ist so, wir nehmen gerade mal, was wir gerade so finden, an Restmaterialien und verbauen da irgendwas. Also es ist schon echt fragwürdig und ja, muss jede Werkstatt für sich selber entscheiden. Ich würde es meinen Kunden so definitiv nie verbauen, weil das einfach nicht geht. Das ist nicht nur, es ist nicht nur falsch, sondern es ist auch fachmännisch total daneben und ich will nicht sagen, sogar schon brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch der Ladebooster hat leider Gottes nicht funktioniert, weil die total falsche Einstellung da drin war. Natürlich haben wir intelligente Lichtmaschine und die muss man dann entsprechend einstellen, da muss man auch den Booster entsprechend einstellen. Auch das hat nicht funktioniert und Leute, es ist echt manchmal traurig, aber ich sage immer, wenn er in die Werkstatt geht, alles gut und schön, aber lasst euch das wirklich zeigen, lasst euch sensibilisieren, lasst euch oder seid sensibilisiert, lasst euch das Ganze bestätigen, lasst euch auch die Funktion vorführen. Ob denn auch alles so funktioniert, wie ihr das euch vorstellt. Dann war der Wechselrichter, auch das seht ihr hier oben, in einer Stauklappe verbaut. Auch das kann man natürlich tun. Aber wenn man sowas macht, in so einer kleinen Stauklappe, die nicht tief ist, die direkt, ich glaube, über dem Radkasten war sie oder kurz vorher, ganz egal, wo kein Lüftungsgitter drin ist, wo keine Zuluft drin ist, wo der Raum sehr klein ist. Auch das, die Hitze muss weg. Das A und O bei einem 3000er Wechselrichter mit 3x200 Amperestunden Lithium, wenn der da durchlädt mit 200 Ampere, und weil er am Landstrom hängt und 200 Ampere in die Batterien schießt, dann entsteht da irrsinnige Wärme. Wenn ich mir das jetzt noch bei 30, 35 Grad im Schatten im Hochsommer vorstelle, ja, Prost, Mahlzeit. Dann kann ich darauf warten, bis der Wechselrichter die Grätsche macht und aussteigt, weil er sagt, boah, ich kriege ja da drin keine Luft. Also die Hitze muss weg, da müssen Lüftungsgitter rein und da reicht auch nicht nur eins, weil wir brauchen
zwei Lüftungsgitter. Wir brauchen die Ansaugseite, wir brauchen die Ausblasseite. Das muss gewährleistet sein, damit die Wärme raus kann. Das ist alles mega wichtig. Und ja, es ist ein bisschen unverständlich, warum das teilweise so verbaut wird. Klar, geht schneller, brauchen wir nicht reden. Aber es ist fachmännisch absolut daneben und absolut nicht richtig. Genauso der FI, der eine war kaputt, der hat überhaupt nicht richtig ausgelöst. Und auch hier möchte ich nochmal protokollieren. Ich zeige euch das auch dann noch im Abspann, da hole ich das Gerät aus der Werkstatt. Wir brauchen ein FI-Messgerät. Man muss protokollieren, wenn man einen FI verbaut, wenn man denn dann auch die Zertifizierung dazu hat, dass man dieses verbauen darf, dann muss man auch ein Protokoll führen. Das heißt, ich muss meinem Kunden, so wie mir, in der Akte protokollieren, wie denn der FI überhaupt auslöst. Jede einzelne Steckdose im Fahrzeug sollte getestet werden. Ich weiß nicht, ob einer von euch von euren Werkstätten schon mal so ein Protokoll mitbekommen hat. Also wir notieren uns das. Wir werden jede Steckdose protokollieren, wie der FI auslöst, mit wie viel Milliampere, 21 Milliampere oder 18 Milliampere, weil bis 30 Milliampere muss er rausfliegen. Und das ist getestet. Da gibt es einen FI-Tester. Und hätte man das in dem Fall anständig gemacht, dann hätte man festgestellt, scheiße, der FI löst ja gar nicht aus. Also muss man austauschen, weil dann ist er halt defekt oder stimmt nicht oder was auch immer. Und das sind halt so Sachen, die sind gerade auf der 230 Volt Seite ganz wichtig und Pflicht. Also da hängt man sich ja mal ganz schnell einen riesen Ärger am Hals, wenn man das nicht richtig macht. Und auch hier möchte ich sensibilisieren, lasst euch sowas zeigen, wie der FI funktioniert. Denn jeder FI, der nach dem Wechselrichter montiert wird, weil wir einen Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung haben, wo ein FI Gesetz und Pflicht ist, muss dann auch, obwohl das Fahrzeug nicht am Landstrom hängt, auslösen. Ich sage das jetzt so ein bisschen sarkastisch, weil das anscheinend viele noch nicht begriffen haben, wie das funktioniert. Natürlich nicht von euch Zuschauern. Ihr könnt ja gar nicht, klar, ihr seid ja auch gar nicht in der Materie drin. Aber es muss funktionieren. Darum habe ich einen Fehlerschutzschalter. Und da gibt es gewisse Schalttechniken, da gibt es gewisse Möglichkeiten und so wie die Anschlusstechniken halt sind, dass man das dann auch umsetzt und dann kann das und muss das auch richtig funktionieren. Und dazu braucht man halt Kenntnisse in dieser Materie und eigentlich auch einen zertifizierten Schein dafür, dass man das überhaupt tun darf. Ganz wichtig. Weil ansonsten begeben wir uns hier im strafrechtlichen Verfahren, weil in 230 Volt Seite darf nicht jeder rumpfuschen. Genauso wie wir unsere Mitarbeiter zertifiziert haben, einen Airbag-Schein zu haben. Auch ich habe den persönlich gemacht. Warum machen wir einen Airbag-Schein, wenn wir Wohnmobile ausbauen? Ganz einfach, weil wir einen Tucaro-Sitz ausbauen. Gurtstraffsystem, genauso wie die Sensormatten, gehört alles zum Airbag dazu und da löst man einen Stecker und diesen Stecker, so profan wie das klingt und so wie kirre das ist, darf ich aber erst auseinanderziehen, wenn ich einen Airbag-Schein habe. Ansonsten dürfte ich rein theoretisch nicht mal einen Fiat Ducato-Sitz ausbauen. Und ja, da sind eben viele Zertifizierungen nötig und man muss gucken, ob die alle da sind. Bei uns hängen die da hinten an der Wand, da kann jeder nachgucken. Auch haben wir zwei Kfz-Meister beschäftigt und ich würde da mal, ja, euch oder ich möchte euch da sensibilisieren, weil wenn ich das heute wieder gesehen habe, der Kunde zahlt halt immer zweimal und der Ärger ist halt vorprogrammiert und das ist halt einfach unheimlich schade für die tollen Wohnmobile, die da draußen rumfahren und den Urlaub, den man da genießen will. So, jetzt schauen wir uns das kurz an. Bitte nicht wundern, der Ton ist ein bisschen schlecht, weil ich habe das
auf der Straße so ein bisschen mit nebenbei mitgefilmt. Also bitte nicht wundern, aber ich glaube, man versteht es ganz gut, was ich da gesagt habe und wie ich euch das zeigen möchte. Also, auf geht's! So, hier habe ich jetzt eine Kleinigkeit, wo ich euch einfach mit sensibilisieren möchte. Und zwar haben wir hier einen Einbau gehabt von einem 3000er Wechselrichter. Das sehen wir hier, von WCS. Und natürlich einen Ladebooster von WCS. Die Problematik hier ist ganz einfach gewesen, oder beziehungsweise kann man darstellen, hier waren solche Verteiler verbaut. Also die Verteiler in der Form sind zulässig für HiFi-Anlagen, kann man machen, K-HiFi, weil da natürlich nur relativ kurz hohe Ströme laufen, aber halt sehr kurzfristig, wenn ein Bass schlägt oder sonstiges. Aber die Dinge sind natürlich überhaupt nicht geeignet für Dauerstrom. Dauerstrom in hohen Strömen, also wenn man hier dauerhaft 150 Ampere drüber jagt, dann werden die Dinger knalle heiß. Genau das war hier der Fall. Die sind 60, 70 Grad heiß worden. Und alles, was heiß wird, ist natürlich ein Widerstand. Und ich habe mir auch mal erlaubt, hier das auszumalen. Also hier haben wir mal die Thematik, dass man hier die zwei dann überbrückt hat, weil die Zugänge nicht gereicht haben. Also hat man hier 4x10 Quadrat genommen, hat die hier mit so Adern enthülsen, mehr schlecht wie recht, zusammengedrückt und hat die dann aneinander gepresst. Und da drüber laufen dann mal ganz schnell beim 3000er Wechselrichter, kann sich jeder ausrechnen, wenn es in die volle Leistung geht, einmal ganz schnell 150, 200 Ampere. Also, sorry, unmöglich. Zum nächsten wurden dann die dickeren Kabelenden, die dann hier drin waren, relativ ohne Adern enthülsen hier einfach reingeschraubt. Auch das eigentlich schon unzulässig. Ne? Also hier kommen dann überall Übergangswiderstände zusammen und dann knallt und raucht das Ding natürlich. Das wird alles eine wahnsinnige Hitzeentwicklung, was unmöglich ist. Sowas kann man einfach nicht machen. Das geht nicht. Dann kommt natürlich der Oberknaller. Schaut euch das an. Hier hat man mal schlichtweg, und wenn man genau hinschaut, sieht man, das ist definitiv ein Seitenschneiderschnitt. Kann man dann dementsprechend hier, wurde die Hülse aufgeschnitten, damit das Ding halt sauber da reinpasst. Aber das ist echt ein Unding, das geht eigentlich gar nicht und sowas macht man auch nicht. Das ist einfach, ja, also Wahnsinn. Also zum Fakt, 3000er Wechselrichter, 50 Quadratkabel, unzulässig, Verteiler unzulässig, FI-Defekt. Hier ist ein Kabelschuh dran mit 95 Quadrat, am anderen Ende ist ein Kabelschuh dran mit 50 Quadrat. Auch das komplett unzulässig, passt überhaupt nicht, kann überhaupt nicht funktionieren. Also auch das ist echt Mist. Dann schauen wir jetzt mal hier rein. Hier haben wir den Wechselrichter, den haben wir einmal komplett umgedreht, weil er war andersrum drin und dann waren auch keine Lüftungsschlitze drin. Wir haben jetzt hier oben Lüftungsgitter eingesetzt, einmal hier oben und einmal ganz oben, damit der Kalle auch richtig Luft kriegt, weil die Abluft ist halt immer das Wichtigste. Das ist einfach das A und das O. Und dadurch haben wir das ganze Gerät jetzt einfach umgedreht, sodass die Kabel nach unten gehen und oben die Lüfter sind direkt hinter dem Lüftungsgitter. Jetzt kann er schön atmen, dann muss er sich auch nicht mehr so plagen und dann entstehen da auch nicht mehr so viele Übergangswiderstände, weil auch hier haben wir jetzt saubere, große Verteiler gesetzt und haben die Querschnitte alle erhöht. Wir haben jetzt hier 2x50 hingemacht. 2x50, das heißt, wir haben einen Querschnitt von 100. Und vorgeschrieben sind 95, sind relativ kurze Wege, das funktioniert. Natürlich konnte man das Ganze jetzt nicht exakt verschönern, weil dazu fällt natürlich die Zeit. Der Kunde zahlt da zweimal, das ist aber immer scheiße. Und darum müssen wir das natürlich so machen, aber technisch ist es jetzt wenigstens astrein. Der Wechselrichter arbeitet sauber, genauso wie der Ladebooster. Der war leider Gottes komplett falsch eingestellt, aber jetzt macht er auch das, was er tun soll, lädt sauber durch. Auch das funktioniert jetzt tadellos
und somit kann jetzt der Kunde getrost in Urlaub fahren und dementsprechend die ganze Materie auch anständig genießen. Aber hier war schon viel im Argen gelegen, weil solche Sachen, ich kann es nur immer wieder sensibilisieren, wenn ihr seht, dass sowas hier verbaut ist, hier, das ist Messing, wir brauchen Kupferleitungen, das ist Kupfer, wo einfach das leitet ja nicht. Also das leitet natürlich, das kann man nehmen, aber das ist einfach nicht fachlich richtig. Das ist Push. Ich blende euch mal Bilder ein, wie es vorher war, und macht euch selber euer Urteil, aber bitte passt auf, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen, und das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. So, ja, jetzt habt ihr es gesehen. Das Desaster, und kann sich jeder selber sein Bild machen. Ich sag nochmal, ich habe das gefilmt und mache den Kanal, weil ich der Meinung bin, man muss einfach so ein bisschen sensibilisieren auf verschiedene Dinge, weil ich das unerträglich finde, wenn man solche Einbauten sieht. Und darum möchte ich, und ich sehe das auch als meine Pflicht, dass man einfach auf verschiedene Dinge hinweist und eben euch auch ein bisschen dafür sensibilisiert. Ja, nur dazu habe ich jetzt hier mal unseren FI-Tester geholt. Das ist das Gerät hier. So schaut sowas aus. Ein schönes Kästchen, und ja, muss man natürlich kaufen, kostet auch wieder ein paar hundert Euro. Muss man natürlich in jeder Werkstatt haben. Sowas, wenn man sowas verbaut, ist das Gesetz, sowas braucht man einfach. Ohne dem Gerät hier könnte ich kein einziges Auto bauen mit Wechselrichter, weil die FIs einfach getestet werden müssen. Dann kamen nur ein paar Kleinigkeiten dazu, wie Display krumm eingebaut und Kabelkanal außen hingelegt. Und ja, das sind nicht Schönheitsfehler, aber auch die kann man sich eigentlich sparen. Die sind nicht schön, wenn man so ein bisschen gewissenhaft arbeitet. Und wenn man schon ein Display einschneidet, dann sollte man hinten auf der Rückseite das Ganze wenigstens anständig so ein bisschen verkleiden, damit es wieder ein wenig schick ausschaut. Also es sind halt viele, viele Punkte, wo ich sage, Leute, informiert euch vorher, wo ihr hingeht, wie ihr euch aufstellt, in welche Werkstatt, beziehungsweise lasst euch oder guckt euch, informiert euch, was da schon verbaut worden ist, wie die Jungs drauf sind, um dass er dann entsprechend die richtige Wahl trifft und eben nicht sowas erleben müsst, wie jetzt in dem Fall. Weil das ist echt nicht schön. Echt nicht schön. Ja, jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war so ein bisschen interessant. Wenn ihr Interessen oder wenn ihr auch Erlebnisse gehabt habt, könnt ihr das gern in die Kommentare schreiben. Ich würde mich wieder freuen über viele, viele Kommentare, auch über eure Erlebnisse, ob da Positives, Negatives, ganz egal. Das nächste Video versuche ich über unseren über unseren Event zu machen, weil der echt toll war, und ich muss euch da ein paar Aufnahmen mitgeben, weil ich einfach geil. Hab ja gestern schon mit dem Tobi einen Livestream gemacht, da hat er mir ein bisschen auf die Rolle genommen, da hat er mich echt verarscht, der Kerl, da hat er mich richtig rangekriegt. Da hat man was zu essen gemacht, und da haben wir abends zusammen im Wohnmobil gegessen, und müsste mal gucken auf seinem Kanal, und da hat er so getan, als ob er die Kamera irgendwie justieren tät, macht er ja öfter, das Ding hat er öfter in der Hand und spielt damit rum und justiert und guckt und wie was funktioniert. Und ja, wir labern halt und labern, und bis er mir dann gestanden hat, dass er eine Live-Sendung gemacht hat. Also da hat er mir richtig auf die Schippe kommen, der war echt lustig. Und da haben wir dann aber ein paar Bilder miteinander angeschaut, mit euch, beziehungsweise die halt dabei waren. Und es war echt beeindruckende Bilder. Ich versuche auch heute, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, aber die Woche auf alle Fälle, die Bilder online zu stellen auf Instagram für unseren Wettbewerb. Die Preise kennt ihr ja, die habe ich ja hier ausgerufen. Und die werden auf alle Fälle, heute ist Montag, gebt mir ein bisschen Zeit. Ich versuche, dass bis Mittwoch, Donnerstag alle Bilder drin sind. Und dann läuft der Wettbewerb, und da dann alle fleißig mitliken. Und da freue ich mich dann schon drauf auf die
Preise, die da dabei rauskommen oder auf die Gewinner, wie das da ausschaut. Also, ich sage ganz lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei wart und unseren Kanal folgt. Und über ein kleines Like würde ich mich natürlich freuen, genauso wie über ein Abo von euch. Und wenn ihr ganz crazy seid, nur die Glocke drücken, weil dann verpasst ihr nichts mehr. Dann seid ihr immer dabei und immer sofort informiert, wenn es wieder was Neues gibt. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!